So, es läutet bereits, I hear. Clinton? I'm sorry, ich habe falsch gewählt. Not again. Ja, nun ist es Gewissheit, Donald Trump wird der 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Hannelore Veit hat dazu heute bereits recherchiert, was denn die politischen Agenten Donald Trumps... Ja, leider nicht. Ich habe vergessen, mich zu akkreditieren für die Pressekonferenz, weil ich überhaupt vergessen habe, dass eine Pressekonferenz ist. Jetzt müssen wir uns einfach irgendwelche Weisheiten aus den Fingern zuzeln. Das wird schon gehen, glaube ich, dass wir was da jetzt einfach Dampf plaudern. Na, halb so schlimm, diese Halbkugel, die zwischen uns steht, das ist meine Twitter-Blase. Und in dieser Twitter-Blase habe ich zum Beispiel gelesen, dass sich Donald Trump paradoxerweise sehr am Ausland orientiert, wenn es darum geht, America Great Again zu machen. Die Pressefreiheit zum Beispiel schaut er sich bei Erdogan ab, die Frauenpolitik bei Kaczynski in Polen und den Grenzschutz bei Viktor Orban in Ungarn. Und das muss man sich jetzt wirklich durch den Kopf gehen lassen. Wladimir Putin steht Vorbild in Sachen Friedenspolitik. Zwei Fragen bleiben offen. Nein, es hat mir nicht wehgetan. Und zweitens, nein, ich weiß nicht, ob er sich auch in Österreich Rat geholt hat. USA, USA, USA. So, jetzt gehen wir aufs Cap. The real Donald Trump. Schau mal, enter. Hi, HC. Oh, es ist wirklich huge, dass du mir geholfen hast. Huge idea, alles auf Facebook zu machen, die Hate-Postings. Das war wirklich huge, huge thank you von mir, HC. Gern geschehen. Wir sind da immer weiter aus dem gleichen deutschen Holz geschnitzt. Du. Hey, HC, noch eine huge question. Seh dich in mein Büro. Ich brauche irgendwas zu pimpen, das Büro, damit es dem kleinen Mann besser gefällt, wenn ich in die Weiße Haus gehe. Was fällt dir? Ja, zum Beispiel bei mir hinten am Regal ist ein Foto von Bruno Kreisky. Da glauben die Leute immer automatisch, dass der Kreisky und ich gute Freunde waren. Das sind wir aber gar nicht. Und dann wählen die Leute mich wegen dem Kreisky den Bild sein. Hey, great, huge thing. Hier habe ich schon JFK hingestellt. Dann glauben die Leute, ich bin so gut wie er, obwohl ich das genaue Gegenteil mache. So, und jetzt kannst du mich noch etwas fragen, warum du mich huge findest und great. Na, ich finde großartig, dass du es geschafft hast, gewählt zu werden von den ganz armen Leuten, obwohl du eigentlich super reich bist. Oh, a huge question, aber die kleinen Leute macht es nicht, wenn jemand reich ist. Sie hassen es nur, wenn jemand Geld nimmt vom Staat. Das finden sie total scheiße. Was machst du eigentlich beruflich? Ich bin seit 15 Jahren Politiker. Zuerst in Wien und dann jetzt in Österreich. Was? Du bist Berufspolitiker? Unser Gespräch ist terminiert. Aber wo ist er denn? Das ist ja typisch. Kaum ist dieser Donald Trump an der Macht, beginnt er mit der Ausgrenzung der FPÖ. Ich hab's immer schon gewusst. Dieser Trump ist... ein links-linker Gutmensch. Maschek,